So, hallo, herzlich willkommen. Ein erstes Grüß Gott hier aus Seefeld zu unserer ersten Pressekonferenz anlässlich des Trainingslagers der Nationalmannschaft hier im wunderschönen Seefeld. Und wie sich's gehört, hat dann heute auch begonnen, die Sonne zu scheinen. Hallo auch an Oliver Bierhoff, dem Direktor Nationalmannschaften und Akademie, natürlich derjenige, der zuständig ist hier für die Mannschaft und für die Belange und der dann auch gleich die aktuelle Situation einordnen wird. Hallo Ihnen allen zu Hause an den Bildschirmen, natürlich auch besonders an die Medienvertreter, Vertreterinnen. Bevor es jetzt gleich offiziell losgeht, vielleicht zwei erste Informationen vorab. Die ersten 20 Spieler sind eingetroffen, wohlbehalten. Der Zählappell hat ergeben, dass sie da sind, dass diejenigen, die da sein sollten, tatsächlich auch eingetroffen sind. Sie wissen, dass Toni Kroos an Covid erkrankt war und insofern eben noch nicht zugestoßen ist zur Mannschaft. Und er ist täglich im Austausch mit dem Bundestrainer, mit den Trainern. Das wird dann tagesaktuell jeweils entschieden, wann er anreisen wird. Ebenfalls noch nicht da ist Leon Goretzka. Wissen Sie auch, dass er verletzt ist, eine Muskelverletzung linker Oberschenkel. Der ist individuell am Arbeiten und trainiert individuell, bereitet sich vor und wird voraussichtlich am Anfang der nächsten Woche dann hinzustoßen. Alles Weitere wird sich jetzt im Rahmen, denke ich, der Pressekonferenz auch ergeben. Bevor wir aber einsteigen, so wie sich's gehört, hat das erste offizielle Wort der Gastgeber hier der wunderbaren Region, Gemeinde in Seefeld. Das ist Werner Frieser und dem sagen wir jetzt Hallo, Herr Frieser. Servus. Hallo, hört Sie mich alle? Ist die Verständigung gut? Ja. Also für mich, ich möchte mal recht herzlich die ganze Mannschaft begrüßen, die Funktionäre begrüßen, alle, die im Hintergrund bei der Mannschaft tätig sind und natürlich die ganzen Pressevertreter. Es freut uns ungemein, dass wir nach einer sehr, sehr, sehr ruhigen Wintersaison, wir waren ja nahezu zugesperrt, jetzt endlich wieder Gäste bei uns beherbergen dürfen und vor allem so ein tolles Team bei uns haben dürfen und da sind wir unglaublich stolz und es freut mich, dass ihr alle da seid. Normalerweise wäre ja geplant gewesen, dass wir mit Musikkapelle anständig, wie sich das in Tirol gehört, die Mannschaft begrüßt hätten. Aber leider hat uns das ein kleiner Virus das ein bisschen schwieriger gemacht und jetzt sind wir so da, wir sind es ja gewohnt, mittlerweile bei Videokonferenzen zu sprechen, aber trotzdem ein herzliches Willkommen. Ja, Herr Frieser, ganz herzlichen Dank. Wir sind natürlich sehr froh, endlich hier zu sein. Wir wären auch gerne letztes Jahr unter normalen Umständen natürlich hier gewesen. Auch bei all den Planungen haben ja viele Dinge eine Rolle gespielt. Und ich möchte mich schon mal ganz herzlich bedanken, dass das auch so gut geklappt hat mit viel Flexibilität, auch was die Verschiebung angeht. Die Bedingungen hier sind ja optimal. Ich war eben so ein bisschen erschrocken, weil ich vom Kopf her trotzdem beim großen Turnier oder die Vorbereitung auf ein großes Turnier hier 50, 70 Journalisten erwartet habe und jetzt sitze ich wieder digital hier. Die Zeiten sind leider noch so, aber vielen Dank all Ihren Leuten, auch Elias Walser vom Tourismusverband, der uns hier auch unglaublich toll unterstützt hat und das ist natürlich für uns enorm wichtig, diese Gastfreundschaft zu spüren, dass wir gerne hier sind im Hotel Nidum, wo wir herzlich aufgenommen wurden und jetzt hoffen wir, dass die Sonne, die sich heute Morgen gezeigt hat, auch noch längere Zeit hier ist und wir dann auch eine gute Vorbereitung durchziehen können. Also ganz herzlichen Dank. Wir haben natürlich etwas trotzdem vorbereitet. Ich glaube, das dürfen Sie in diesem Fall wirklich auch während der Europameisterschaft mit Herzen tragen, als Symbolik dafür, dass wir uns hier in Seefeld so wohlfühlen. Ein Trikot mit den Unterschriften der Nationalspieler lassen wir Ihnen zukommen und ich hoffe, Sie werden es dann zumindest bei den Spielen, wenn wir spielen, anziehen und uns zujubeln, dass dann das auch ein gutes Omen war, dass wir hier in Seefeld waren. Und Herr Frieser, wir sind nicht nur dankbar dafür, dass Sie und Ihr Team uns unglaublich unterstützt haben hier bei der Logistik, bei der Infrastruktur, bei den Plätzen, bei allem, was auch für die Medienvertreter sicher notwendig ist, sondern Sie haben uns auch in den letzten Tagen hinter den Kulissen geholfen, denn ich habe vorhin ja gesagt, 20 Spieler sind bislang eingetroffen, 2 Spieler haben noch andere Gründe, dass sie noch nicht da sind. 4 Spieler, wissen Sie, sind noch im Einsatz mit dem Champions League-Finale, die jetzt am Samstag in Portugal, in Porto eben dann aufeinandertreffen.
beim Spiel Man City gegen Chelsea. Und das sind die vier Spieler, um die ja in den letzten Tagen auch diskutiert wurde. Wie ist da die Einreisethematik? Und vielleicht können Sie aus österreichischer Sicht uns ja alle noch mal aufklären, wie denn die Situation ist, weil daraus ergeben sich dann eben auch die Modalitäten genau für diese vier Spieler. Ja, grundsätzlich ist es ja bei uns so, dass eine Einreise aus allen europäischen Mitgliedsländern kein Problem mehr darstellt. Also es gibt keine Quarantänepflicht, aber eben Großbritannien zählt immer noch dazu, dass man, wenn man aus Großbritannien einreist, 10 Tage in Quarantäne muss und sich frühestens nach dem 5. Tag freitesten kann. Und das ist nicht ganz so einfach gewesen, aber es ist im Hintergrund mit den Behörden natürlich über dieses Trainingslager gesprochen worden und es sind ja doch wichtige Spieler von Timo Werner bis Rüdiger angefangen und die da jetzt kommen werden, Gündogan, und die braucht es hier dringend, dass das kein Problem wird, und das waren dann mit den Behörden sehr gut, die Gespräche, und es hat dann einen Erlass des Gesundheitsministers jetzt gegeben, der den Paragraph 8 Absatz 4 darstellt und dass dieses Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft im absolut zwingenden Interesse der Republik Österreich ist und somit sind alle das Personal, das derzeit die Grenzen bewacht, angewiesen, also hier absolut keine Hindernisse bei der Einreise darzustellen und dass diese Quarantänepflicht auch nicht gilt. Und somit steht also dann nach dem Champions-League-Finale für die Spieler überhaupt keine Hürde mehr da. Sie können ungehindert ins Niederung fahren und dann sich ganz ungehindert da im Seefeld während dem Trainingsaufwand bewegen. Das ist eine wichtige Information. Vielen Dank, Herr Frieser. Natürlich insbesondere Oliver Bierhoff auch für die Trainer. Aber bevor wir da vielleicht zu sprechen kommen, die Bitte an dich, dass du mal so generell die Situation jetzt nochmal einordnest zu Beginn dieses Trainingslagers und vielleicht mal darstellst, welche Bedeutung jetzt die nächsten Tage auch für die Mannschaft haben werden. Ja, bevor ich zu dann vielleicht Problemen komme, die wir lösen müssen, die ja eben angesprochen wurden, erstmal natürlich möchte ich doch die Freude mitteilen, dass wir hier jetzt mal die 20 Spieler haben und noch weitere folgen werden. Wir kommen natürlich aus einer besonderen Zeit. Wir sind noch in einer besonderen Zeit, dessen sind wir uns bewusst. Und das bedeutet natürlich auch weiterhin diszipliniert und konzentriert auch die Maßnahmen einhalten, die wir schon in den vergangenen Länderspielreisen eingehalten haben. Wie gesagt, diese EM in verschiedenen Städten und Ländern hätte man sich natürlich anders vorgestellt, aber wir akzeptieren das alles so, wir nehmen das an und kann einfach nur sagen, ich habe die Stimmung bei den Spielern gespürt, da war bei jedem eine große Freude, wieder jetzt hier dieses Turnier anzugehen, auch wenn es für die Spieler ein bisschen auch durch diese Quarantänezeit bei der Bundesliga am Ende sicherlich kein einfaches Jahr gewesen ist. Also man kommt eigentlich ständig von einem Hotel ins andere, ist irgendwo immer wieder in geschlossenen Räumen. Aber bei allen habe ich eine große Freude gemerkt. Ich glaube, wir haben eine hohe Qualität. Wir haben hervorragende Charaktere. Ich glaube auch, und davon bin ich überzeugt eigentlich, dass wir eine gute Stimmung und Atmosphäre und Fokus für dieses Turnier entwickeln werden und das macht mir eben Hoffnung und freut mich dann eben auch, dass es dann hier die nächsten Tage losgeht und habe das eben auch bei den Trainern gemerkt, wenn man dann immer so auf Wartehaltung steht, ist man natürlich total happy, wenn es dann losgeht, wenn man auf dem Platz arbeiten kann, wenn man Zeit dafür hat, auch viele Dinge, die sich die Trainer vorgenommen haben, umzusetzen und deswegen ist es schon gut, wie wir hier starten. Wir haben ja ein bisschen später gestartet als zuerst angedacht. Das lag halt an dieser langen Quarantäne, die sie auch zum Bundesliga-Ende die Spieler hatten und waren einfach der Meinung, unter dem Aspekt der längeren Quarantäne zum Bundesliga-Ende, aber auch unter dem Aspekt, dass wir zwischen dem Trainingslager und der Anreise zum Turnier keine freien Tage wie üblich haben, in der die Spieler noch mal für 2 Tage nach Hause können, die Familien sehen können und so weiter. Geben wir ihnen die Tage vorne weg, dass sie einfach nochmal durchschnaufen können. Und schon jetzt habe ich in den Gesichtern gesehen und in dem Ausdruck, dass das auch gut getan hat, mal durchzuschnaufen, mal abzuschalten und jetzt wieder voll engagiert ranzugehen. Das ist die Situation. Jetzt steht natürlich die Arbeit im Vordergrund. Absolut wichtig, jeden Tag konzentriert, gut zu trainieren,
die Dinge anzugehen, die wir natürlich noch auch umsetzen wollen, die Mannschaft zu bilden. Wir hatten auch mal im Vorfeld in der Diskussion darüber, ob es nun 26 oder 23 Spieler in den Kader sollten. Natürlich auch die Problematik für die Trainer diskutiert. Was passiert denn mit 26 Spielern? Wie kann man da trainieren? 10 gegen 10, 11 gegen 11, da bleiben dann immer welche übrig. Was passiert dann eben auch bei den Spielen? Du musst 3 Spieler nicht auf den Spielberichtsbogen schreiben. Das sind natürlich alles auch Dinge, die im ersten Schritt einen Trainer nicht freuen. Aber schon heute sehen wir, dass es sich gelohnt hat, eben auch auf dieses volle Kontingent zurückzugreifen. Ich freue mich da, auch ein paar Rückkehrer natürlich zu treffen. Vorneweg natürlich Thomas Müller und Mats Hummels. Ja, aber auch die anderen Spieler, die nach einiger Zeit wieder zurückgekommen sind. Und insofern können wir jetzt schon mit einigen Spielern gut arbeiten. Und das hilft. Ansonsten muss ich natürlich sagen, hatte ich mir auch gehofft, dass man, wenn man die ganze Zeit so eine Reise und ein Turnier und ein Trainingslager vorbereitet, viele Fragezeichen, die da sind, sich dann irgendwie mit einem Mal auflösen. Ja, wenn man im Quartier zusammenhockt und man kann dann die Zeit verbringen, um mit den Spielern zu sprechen, mit den Betreuern und sich das Ganze mal anschauen, ist natürlich jetzt meine Zeit auch gerade durch die Aktualität der Situation in Großbritannien sehr intensiv und schwierig. Ich sage das ganz offen, meine Aufgabe ist natürlich auch, Voraussetzungen zu schaffen, dass hier eine optimale Vorbereitung der Mannschaft erfolgen kann. Und diese Verordnung, die eben auch jetzt streng in Deutschland umgesetzt wird, erschwert natürlich unser Wirken. Was unsere 4 Champions-League-Finalisten angeht und im Hinblick darauf, dass wir ja schon am 7. Juni in Düsseldorf spielen wollen, also am 6. anreisen und dann danach am 7., also am 8. nach Herzogenaurach gehen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass die Spieler, die im Champions-League-Finale sind, 14 Tage in Quarantäne müssten, wenn sie deutschen Boden betreten, wäre das ein Riesenproblem. Gestern war es noch ein bisschen größer, weil wir natürlich auch die Sorge hatten, dass sie in Österreich in Quarantäne müssen. Insofern bin ich sehr dankbar, dass da die österreichische Regierung und auch die Behörden, jetzt sind die, glaube ich, nicht nur für uns, sondern auch für die österreichische Nationalmannschaft, dort wirklich flexibel und gut reagiert hat. Die Profisportler, wie ich das verstanden habe, ausgenommen hat, dass die, also wenn man ein Profisportler ist, wirklich die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Insofern können unsere Spieler, die in England waren oder sind, hier unkompliziert einreisen, sind auch befreit von der Quarantäne. Alle Hygienemaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen führen wir ja eh strengstens weiterhin durch. Aber in Deutschland wird es ein Problem. Und das gilt es jetzt einfach zu erörtern. Ich sage auch ganz offen, ich muss natürlich auch verschiedene Optionen durchdenken, wie es dann weitergehen kann. Ist noch zu verfrüht, über die verschiedenen Optionen zu sprechen. Aber wir müssen halt sehen, dass die Mannschaft, dass der Trainer auf die Spieler zurückgreifen kann, dass sie trainieren können. 14 Tage Quarantäne, also Hausquarantäne, ist in dem Sinne auch schwer möglich. Und insofern macht mir das natürlich noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Und ich brauche mich jetzt nur um die Mannschaft kümmern. Wir haben ja noch den weiteren Aspekt des Spielortes München. Was ja auch unsere oder meine Kollegen eben auch im Orga-Büro von der Euro beschäftigt und auch unser gesamtes Präsidium und auch unsere stellvertretende Generalsekretärin Heike Ulrich. Also da sind schon gerade ein paar Themen dabei, die wir genauer eruieren müssen, wo wir Informationen sammeln müssen und dann die optimale Lösung herausarbeiten müssen. Ja, so viel erstmal zum Überblick. Gerne Ihre Fragen, eure Fragen. Und wir können auch gerne starten mit dem Bürgermeister, falls noch eine Frage besteht. Ansonsten würde ich ihn nämlich jetzt auch schon verabschieden. Hat viele wichtige Geschäfte, Amtsgeschäfte sicherlich zu tun. Oder per Handzeichen, wenn ihr noch eine Frage habt, auch zu der Verordnung. Scheint nicht der Fall zu sein. Ansonsten glaube ich, Herr Frieser, sind Sie auch jederzeit ansprechbar für die Kollegen. Und auf dem Wege nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung und auch hier für die Teilnahme. Alles Gute, wir sehen uns sicher in den nächsten Tagen. Danke. Herzlichen Dank auch für das Trikot. Viel Erfolg hier in Seefeld und dann fürs Turnier. Dankeschön. Danke. Servus, danke. Dann gerne eure Fragen und wir starten mit Felix Gönner von RTL.
Ja, danke, Jens. Hallo, Oliver. Oliver, Sie haben es eben angesprochen, Thomas Müller und Mats Hummels sind wieder dabei. Wie sind die aufgenommen worden in der Mannschaft jetzt und was erwarten Sie konkret von denen? Und die zweite Frage ist, Sie haben die Corona-Problematik auch angesprochen. Gibt es da schon Neuigkeiten? Felix, der zweite Teil ist hier untergegangen, akustisch. Sie haben die Corona-Situation angesprochen. Was meintest du, was kam danach? Toni Kroos, also letztendlich wie Oliver und der DFB damit um, ob es da Neuigkeiten bei Toni Kroos gibt. Fangen wir vielleicht mit der zweiten Frage an, ist leichter. Wir warten natürlich nicht stündlich, aber täglich darauf, dass die Ergebnisse halt negativ sind. Und in dem Moment kann er sich in den Flieger setzen und zu uns kommen. Erst dann hat er die Freigabe. Das hoffen wir natürlich, sollte jetzt eigentlich bald soweit sein. Heute war es noch nicht so weit und ich gehe davon aus, dass er in den nächsten 2-3 Tagen auf jeden Fall da ist. Ihn kennend, sagen wir mal, und auch wissend, wie professionell er arbeitet und wie er mit Dingen umgeht, glaube ich, wird man ihn auch schnell wieder dann in die entsprechende Form bringen können. Ja, Mats Hummels und Thomas Müller, beide eine tolle Saison gespielt, beides große Persönlichkeiten, mit denen wir auch bei der Nationalmannschaft tolle Erfolge feiern konnten. Das erwarte ich eigentlich von Ihnen, ne? Dass wir weiterhin tolle Erfolge mit Ihnen feiern können. Beide sind natürlich so, dass sie uns immer mit Toren unterstützen können. Mats Hummels hatte ich letztens in der Statistik von unserer DFB-Akademie gesehen, die immer interessante Untersuchungen machen, war der Spieler in der Bundesliga, der die meisten ersten Ballkontakte nach einer Ecke hatte. Also man sieht einfach, er hat ein gewisses Gespür und ich glaube, wir alle erinnern uns auch gerne noch an das Freistoßtor gegen Frankreich mit dem Kopf. Das Wichtigste ist erstmal, dass Sie hier als absolutes Vorbild vorne wegmarschieren, dass Sie Ihre Persönlichkeit einbringen, Ihre Qualität einbringen. Sie sind, auch wenn Sie jetzt einige Zeit nicht dabei waren, Sie sind natürlich Führungsspieler in dieser Mannschaft. Die anderen Spieler schauen auf Sie. Und insofern ist das natürlich wichtig, dass sie da wirklich mit ihrer Leistung, mit ihrem Einsatz, mit dem, wie man sich bei so einem großen Turnier verhält und einstellt, vorne weggehen. Davon bin ich auch überzeugt, dass sie das machen, weil sie einfach große Lust haben. Dann sollen sie natürlich ihre wirklich Kapazitäten einbringen, die sie natürlich einfach haben, die sie auch wieder dieses Jahr gerade auch in den internationalen Spielen immer wieder gezeigt haben. Und dann ertrage ich auch den einen oder anderen Spruch, den Thomas Müller jetzt schon gebracht hat. Also den schlucke ich gerne ein paar Mal am Tag runter, wenn dann die Leistung stimmt. Gehen wir weiter zu den Agenturen. DPA, Klaus Bergmann oder Jens Mende, einer von euch. Ja, Herr Bierhoff, was denken Sie denn, was muss diesmal hier anders sein als das, was vielleicht 2018 auch in Südtirol im Trainingslager nicht so gelungen ist? Da hat man es ja nicht geschafft, vielleicht so Konflikte abzubauen und so den Teamgeist, also alle so zu vereinen dahinter, wie es eben bei der WM zum Beispiel 2014 war. Was muss da in der Mannschaft passieren? Ja, ich glaube, die Mannschaft und die Spieler sind absolut bereit. Wir müssen einen Fokus entwickeln, eine Entschlossenheit. Die Qualität war ja auch 2018 da. Vielleicht war uns da nicht so ganz bewusst, was alles notwendig ist, um bei solch einem Turnier wirklich zu bestehen. Das heißt nämlich wirklich eiserne Disziplin, Entschlossenheit, einen Fokus, einen absoluten Siegeswillen. Und ich glaube, dass gerade in der Zeit, die jetzt gerade herrscht, in der die Spieler der anderen Mannschaften aus schwierigen Situationen kommen, wo sie viel zu tun hatten, dass da auch die mentale Stärke enorm wichtig ist. Und die wollen wir natürlich hier schon aufbauen. Das gegenseitig helfen, das wird bei 26 Spielern umso wichtiger sein, dass wir ein Team sind und dann natürlich diese Zeit hier nutzen, dass gewisse Dinge, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch teilweise in den Spielen noch nicht so reibungslos haben, umsetzen können im Spielaufbau, in der Verteidigung, dass wir da natürlich im Detail arbeiten und auch das Bewusstsein haben, dass wir da wirklich voll bei der Sache sein müssen. So, vom SID, Marco Mader oder Oliver Mucha? Ja, Marco Mader. Hallo Jens, hallo Herr Bierhoff. Sie hatten beim Workshop neulich darüber gesprochen, dass das Thema Impfen den Spielern überlassen werden soll, ob sie sich impfen lassen wollen in der kurzen Zeit zwischen Saisonschluss und Trainingslagerbeginn.
Können Sie da vielleicht ein Update geben, auch wie es im Staff aussieht? Sind Sie geimpft? Ist Jogi Löw geimpft? Vielen Dank. Ich habe jetzt nicht die absolute letzte Zahl. Ich weiß nicht, ob man die rausgeben kann. Auf jeden Fall haben wir alle Spieler nochmal darauf hingewiesen. Es ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Und dann hängt es natürlich bei dem einen oder anderen Spieler, der selber auch genesen ist, davon ab, dass er eben solch eine Impfung nicht mehr braucht. Aber laut Tim Meyer ist der Großteil der Betreuer und der Spieler geimpft. Aber wir können vielleicht auch verweisen, in wenigen Minuten sitzt der Tim hier, Professor Meyer, und kann dazu dann auch, Marco, wenn du erlaubst, nochmal ein Update geben. Natürlich, danke. Okay, dann würde ich sagen, ARD, Thomas Kattenberg, Markus Bark, eure beiden Fragen. Herr Kattenberg beginnt gerne. Baker weiß ich gar nicht. ja, zwei Fragen auch nochmal zu Thomas Müller und Mats Hummels. Auf der einen Seite, ist das jetzt ein Comeback quasi nur für dieses Turnier? Hat man darüber gesprochen? Oder steht er dann auch gleich in der WM wieder an, wenn Sie mit entsprechenden Leistungen und unter dem neuen Bundestrainer, der ja zumindest als Freund von Thomas Müller bekannt ist, auch ein weiteres Jahr dann bei der Nationalmannschaft dabei sein können? Das würde mich interessieren, wie da das Standing ist, was man da eigentlich so auch vereinbart hat. Also mehr als eine Rückholaktion. Und das andere, ja, die Spieler sehen ja wochenlang dann ihre Familien auch nicht. Auf was muss man da achten, dass nicht so eine Art Lagerkoller entsteht, dass man ja, dass sich nicht total runterkommen lässt? Oder haben die sogar Chancen, mal vielleicht ihre Familien zu sehen? Also die erste Frage war nochmal. Also Thomas Müller. Ja, also ich frage mich natürlich immer wieder bei den Nominierungen Richtung Nationalspieler, ist es ja so, wir brauchen ja keine Verträge mit denen unterschreiben. Also weder für eine Woche noch für ein Jahr. Und ich denke, es soll immer so sein, dass der Bundestrainer auf alle Spieler, die einen deutschen Pass haben, zurückgreifen kann oder möchte und dass er diese jederzeit ein- oder nicht einladen kann. Und dass es dann natürlich eigentlich dem Spieler obliegt, ob er sagt, ich stehe bereit oder nicht. Ob die beiden nach der EM bereitstehen, darüber haben wir nicht gesprochen. Wie deren Empfinden ist, wäre es auch meines Erachtens der verkehrte Zeitpunkt. Und dann wäre es ja auch wieder eine Entscheidung von Hansi Flick als neuen Bundestrainer, wen er da nominiert. Aber auch da gibt es ja, wie bei Nationalspielern, nie Garantien, was in einem Jahr oder zwei Jahren ist, sondern das wird dann sicherlich der neue Bundestrainer auch immer situativ entscheiden. Für uns war wichtig, dass sie ein volles Commitment für diese Europameisterschaft haben, dass sie absolut Lust auch haben, sich wieder hier positiv einzubringen und vorne wegzugehen. Und das haben sie mit dem Jogi Löw auch gut und intensiv besprochen. Und über diesen Zeitraum hinweg wurde nicht gesprochen. Lagerkoller, ja, ist so ein Thema. Wir haben auch mal Mike Horn hier, das ist ein erfahrener Abenteurer, der unglaublich verrückte Projekte schon gestartet hat und dort teilweise monateweise alleine irgendwo unterwegs war, auch getrennt von der Familie. Ich hoffe, er kann der einen oder anderen Seite der Spieler mitgeben, was man da mitbringen muss. Es ist natürlich eine Anstrengung. Wir versuchen das in dem Sinne natürlich einmal aufzuzeigen, dass dieses Ziel, nämlich Europameister zu werden, so groß ist, so besonders und so toll ist und dass jeder so viel Hunger hat, dass er eben auch da nochmal diese Zeit auch übersteht. Wir haben natürlich hier oder eben auch in Herzogenaurach immer wieder werden wir versuchen, dass auch Freiräume da sind, dass man sich bewegen kann, dass man auch in der freien Zeit nicht nur auf seinem Zimmer hocken muss, dass man auch da ein paar Aktivitäten starten kann. Und ansonsten ist das natürlich auch Teil der Mentalität, der mentalen Stärke, die ich vorher genannt habe, dass man trotz dieser Widrigkeiten, die uns alle entgegenkommen werden, wer weiß, was auch noch mal wegen Corona passieren wird, dass wir das alles trotz allem positiv angehen, dass wir überzeugt sind und uns von nichts aufhalten lassen. Markus Bark.
Ja, Herr Bierhoff, abseits der ganzen Corona-Problematik hat der Bundestrainer jetzt vor seinem letzten Trainingslager mit Ihnen besondere Wünsche durchgesprochen, vielleicht auch Lehren aus den vergangenen Jahren, dass er gesagt hat, das war nicht so optimal, das würde ich gerne dieses Jahr anders machen. Also so mehr sportliche Abläufe sind damit gemeint. Danke. Ja, natürlich hat man im Vorfeld ausführlich diskutiert, wie man diese Tage gestalten will, wie die Trainingseinheiten aussehen, wie gewisse Abläufe sind. Und dann hat man ja nicht nur aus dem Turnier von 2018, sondern auch von anderen Turnieren die positiven und negativen Dinge herausgenommen. Was ich an Jogi Löw eigentlich immer wieder geschätzt habe, ist, er hat schon so seine Linie und er hat schon seine Haltung und er hat schon gewisse Vorstellungen, in der man einfach merkt, das ist so seine Überzeugung, so will er die Sachen angehen. Das wird auch in den Trainerstab dann auch mal unterschiedlich diskutiert, aber er hat dann schon auch ein klares Bild. Und was man schon merkt, ist natürlich, dass er auch sich immer wieder neu auf so eine Mannschaft einstellt und sicherlich weiß, dass diese Mannschaft eine andere Mannschaft ist, als sie 2018 war oder gerade in der Zeit von 2010 bis 2018, wo er doch dann irgendwie mal eine Zeit lang das Gefühl hatte, die Mannschaft hat viel Ballbesitz, sie ist technisch-taktisch sehr stark, wir dominieren den Gegner immer. Jetzt haben wir eine andere Situation, wir spielen gegen den Welt- und Europameister, unglaublich starke Gegner, wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich an der einen oder anderen Stelle noch finden muss und das wird sich sicherlich auch in den Trainingseinheiten dann widerspiegeln. Matthias Dersch vom Kicker. So, ich hoffe, man hört mich jetzt. Schönen Jawohl. Guten Tag. Hallo. Eine Frage mit Blick auf die Gruppenspiele in München. Die Corona-Lage in Deutschland bessert sich, das kann man, glaube ich, festhalten. Ist schon geklärt, wie sich die Zuschauerkontingente verteilen werden für den Fall, dass dann eben Zuschauer zugelassen sind? Aktuell habe ich keine neue Information oder noch keine Entscheidung, die getroffen wurde. Wir alle hoffen natürlich darauf, dass wir nicht die einzige Stadt sind, die dort ohne Zuschauer spielen wird. Wird natürlich auch nicht nur für den Zuschauer, auch für uns selber eine tolle Entscheidung sein. Und dann schauen wir mal, was kommt. Aber noch habe ich da keine, also Stand heute keine anderen Informationen. Christian Falk von der Bild. Oliver, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was erwartet wird von Hummels und Boateng, Hummels und Müller, sorry. Kannst du ein bisschen sagen, wie sind sie jetzt aufgetreten? Muss es nochmal aufgearbeitet werden? Ist es aufgearbeitet? Und was waren die Sprüche, die der Müller reingedrückt hat? Es ist ein bisschen verzerrt angekommen, Christian. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also es geht jetzt um das Auftreten von Thomas Müller und Mats Hummels. Und was meinst du mit aufarbeiten? Das kam jetzt akustisch hier nicht an. Vielleicht kannst du es nochmal versuchen zu wiederholen, bitte. Ja, Netz ist ein bisschen instabil hier. Das aufzuarbeiten, die Zeit, die sie jetzt nicht da waren. Also jetzt bist du völlig eingefroren, daher die Bitte und das Angebot, schick mir eine kurze WhatsApp, dann kann ich die Frage gleich nochmal aufgreifen. Ja? Dann ist vielleicht einfacher und wir machen weiter mit Julian Wolf von der Welt. Ja, ich hoffe, bei mir klappt es alle ganz. Zwei kurze Fragen. Zum einen die Defensive. Die Stabilität hat der Mannschaft gefehlt und einige Abwehrspieler waren auch verletzt oder haben weniger gespielt. Also wie sehr sorgt sich diese Instabilität der Mannschaft? Und zweite kurze Frage, was erwarten Sie oder was trauen Sie Jamal Musiala schon zu? Also hier ist jetzt nur der zweite Teil angekommen. Was traut Oliver Bierhoff Jamal Musiala zu? Die erste ist auch verzerrt, aber antworten wir erstmal auf die zweite nach Jamal. Also erstmal freue ich mich riesig, dass Jamal dabei ist. Ein klasse Fußballer und das ist auch ja, ein bisschen Belohnung, dass er sich auch mutig auch für uns entschieden hat. Das freut mich, das war damals aber keine Bedingung, aber er hat eigentlich auch schon in den Kurzauftritten bei uns gezeigt, welche Qualität in ihm steckt und ich glaube, wenn man auch mal Richtung Zukunft schaut, Richtung weiteren Turnieren, ist es unglaublich wichtig, dass diese jungen Spieler auch schon frühzeitig mitbekommen, was eigentlich bei so einem Turnier passiert, wie die Tage ablaufen, welche Ups und Downs vielleicht auch bei so einem Turnier, bei so einer Mannschaft da sind. Und er hat halt die besondere Leichtigkeit in jeder Situation,
mit dem Ball am Fuß, durch Dribbling natürlich immer wieder auch Situationen zu lösen, unter Drucksituationen, in schwierigen, im engen Raum. Und das kann uns natürlich vor allen Dingen auch in Situationen helfen, wo wir gerade mal wirklich auch noch angreifen müssen, wo wir ein bisschen Druck ausüben wollen. Und dann hat er natürlich mit seiner Dribbelfähigkeit, mit seiner Leichtigkeit und auch Torabschluss ist er dann eine weitere Waffe für uns. Christian Falk hat die Frage jetzt nochmal eingereicht. Die Erwartungen hat Oliver an Hummels und Müller ja formuliert, aber wie war ihr Auftreten rund um die Ankunft? Und muss die Auszeit nochmal explizit aufgearbeitet werden? Und was gab es denn schon für Sprüche von Thomas Müller? Also aufgetreten sind sie, wie die Erwartungshaltung war. Also man hat schon natürlich gemerkt, beide haben ja auch ein tolles, sagen wir mal, Finish der Saison gehabt. Aber mit einer gewissen Lockerheit, Entspanntheit. Hat mir auch den Eindruck gegeben, dass sie wirklich froh sind, hier da zu sein. Und das ist, als ob es sie nie weg gewesen wären. Also sehr schnell wieder eingefunden haben, wobei das halt bis jetzt nur Mittagessen ist und ein kurzes Hallo. Deswegen ist es eigentlich so, Thomas Müller hat jetzt, weiß gar nicht, welchen Spruch er noch gebracht hat, aber er redet natürlich hier und da mal rein. Das ist aber auch gut und das soll er ja auch mit einbringen. Das war auch natürlich ein Thema, dass beides natürlich auch Spieler sind, die ihre Mitspieler führen können, gerade auch auf dem Platz in der Achse immer wieder Hinweise geben können, auch den Rhythmus des Spieles vorgeben können. Und insofern bin ich da sehr glücklich. Mit dem Bundestrainer haben sie ja gesprochen und die Dinge geklärt. Und wir werden jetzt sicherlich auch nochmal während der Reise das ein oder andere mal sprechen oder auch reden. Aber wie ich beide kenne, ist das auch nicht so, dass sie weit nach hinten schauen, sondern weit nach vorne schauen. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir jetzt die schönen Dinge und die wichtigen Dinge, die jetzt hier bei der Europameisterschaft anstehen, voll im Auge haben. Ich schiebe jetzt noch die zweite Frage von Julian Wolf nach. Und hier verbunden mit die herzliche Bitte an euch, künftig versucht es auf eine Frage zu reduzieren, weil wir haben ja eine große Latte an Kollegen, die ihre Frage stellen wollen. Und dass wir die relativ kurz halten und vielleicht in den Antworten auch, denn nur dann kommen wir durch. Also Julian, deine zweite Frage war, wie sehr sorgt die defensive Instabilität der letzten Monate? Wie kriegt man das in den Griff? Danke für die versteckte Kritik, Jens. Ich werde mich kurz halten. Eigentlich nur durch Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Auf dem Platz, die Sicherheit, die Abstimmung bekommen. Und dann natürlich an der einen oder anderen Stelle noch durch Taktik, Schulung möchte ich nicht sagen, aber taktische Einheiten am Monitor mit unseren Analysten und Experten, dass man dort einfach visuell nochmal die Dinge aufarbeitet. Marc Bernbeck von Sky. Hallo in die Runde, hallo Herr Bioff, hallo Jens. Herr Bioff, Sie hatten ja schon intensive Tage, gerade in den letzten, nicht nur wegen der Planung jetzt hier des Trainingslagers, sondern weil Sie ja noch den Nachfolger von Joachim Löw klargemacht haben. Warum war es Ihnen wichtig, das jetzt auch vor der Euro noch festzuzurren? Hansi Flick hat ja auch gesagt, da hat man ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Und wie schwer war es für Sie auch, Ihren Favoriten Hansi Flick dann zu kontaktieren? Denn es ging ja erst nach der Vertragsauflösung oder war vorher doch mal so ein Wink, Hansi, wir wollen dich. Und die halbe zweite Frage, wie ist der Plan mit den Engländern, die im Champions League-Finale sind? Wann kommen die? Und ja, wie ist der Plan da? Danke. Ja, also gut, mit Hansi war ich ja eigentlich die ganze Zeit, seit er auch den DFB verlassen hat, ständig irgendwie im Kontakt. Und man hat natürlich geredet, man hat immer wieder Gedanken ausgetauscht. Und mich freut es riesig, dass er sich für die Nationalmannschaft entschieden hat. Die Konkurrenz war ja groß und da hat er wirklich auch wirtschaftlich andere Möglichkeiten gehabt, sportlich auch interessante Aufgaben. Und das zeigt einfach, wie sehr ihm die Nationalmannschaft am Herzen liegt, dass der Job des Bundestrainers, auch wenn er viel Gewicht auf den Schultern hat, ein ganz besonderer ist und dass er richtig Lust auf diese Arbeit hat. Das habe ich so ein bisschen gespürt. Dann hat man ihm Zeit gelassen für mich. Ich bin sehr stolz eigentlich drauf, wie ruhig wir das auch, sagen wir mal, durchgeführt haben. Wir haben die Saison, ist am Ende ausgegangen. Hansi konnte seine Meisterschaft feiern und dann
war es für mich einfach wichtig, vor der Europameisterschaft zumindest seine Personalie klarzumachen, damit ich mal hier ein bisschen den Kopf frei habe, weil wenn ich dann noch Verhandlungen oder Unsicherheiten habe und auf einmal dann doch der Realpräsident um die Ecke schaut und auf einmal mit dem Flieger beim Hansi vor der Tür steht, war mir das alles ein bisschen zu ungewiss. Also es ist schon wichtig, wie beim Notar, wenn du dann erst die Unterschrift da hast, dann bist du auch beruhigt. Und das gibt uns natürlich Planungssicherheit und auch dem Hansi jetzt in der Zeit, in der er im Urlaub ist und danach wirklich auch mal ruhig Gespräche zu führen, sich Gedanken zu machen und die Dinge aufzubauen. Jetzt steht aber, bewusst haben wir gesagt, machen wir es jetzt auch, beschreiben wir. Er kann dann mal einfach mal wirklich 3-4 Wochen in Urlaub gehen. Er wird natürlich auch zu den Spielen in München zum ersten Spiel da sein und das natürlich sicherlich mit größerem Interesse verfolgen. Aber jetzt steht die Europameisterschaft an und der Fokus hier auf diese Mannschaft und das hilft es mir halt auch. Mit den Engländern ist es so, dass wir jetzt schauen müssen, wie die aktuelle Situation ist, ob wir sie direkt nach dem Finale auch zu uns kommen lassen. Wir müssen halt immer wieder bedenken, wie die Tage aussehen, welche Verordnungen am Ende auch gelten. Die gelten natürlich auch für andere Spieler. Also jetzt einfach mal gedacht, normalerweise war geplant, dass sie am 3. Juni hier anreisen. Das hieße, dass sie eigentlich, wenn sie am 3. Juni aus England oder aus London hier anreisen, könnten sie frühestens am 17. wieder bei uns mit der Mannschaft einsteigen. Was natürlich einmal das Turnier unmöglich macht und eigentlich natürlich auch die ersten beiden Spiele man nicht auf diese Spieler zurückgreifen könnte. Ich weiß auch nicht, wie andere Nationen das machen. Also wenn Kanté jetzt spielt, ob der auch nochmal 3 Tage nach London geht und wie es dann bei ihm ausschaut, wenn er mit Frankreich nach Deutschland kommt. Also wir schauen da und müssen halt gucken, wie wir das vereinbaren können und wahrscheinlich die Spieler auch direkt hierher bringen lassen, damit wir zumindest mal die Möglichkeit haben, aber allein schon bedingt durch das Finale, das wir ja nicht verlegen können, ja, in der Champions League und unser schon festgelegtes Spiel am 7. Juni, ist das natürlich schon auch für die Spieler ein Problem bei 14 Tage Quarantäne. Wir sind da in Gesprächen, wir müssen schauen, was ist. Wir verstehen natürlich die Verordnung, wir verstehen natürlich auch immer wieder die Thematik. Es kann keine Ausnahmen immer nur für den Fußball geben, aber das ist gerade die Problematik, die sich mir stellt und die ich versuche, bestmöglichst zu lösen. So, noch 3 Fragen. Sebastian Wessling von Funke, bitte. Ich würde direkt bei dem Thema einmal anschließen wollen. Gibt es denn von Ihrer Seite irgendeine Form von Plan B, falls sich das eben mit Deutschland weiterhin schwierig darstellt? Oder rechnen Sie damit, dass es vermutlich doch irgendwann eine Ausnahme geben könnte, weil es ja eben nicht nur die deutsche Mannschaft betrifft, sondern ja sehr, sehr viele Nationalmannschaften und eigentlich die gesamte UEFA? Ja, natürlich muss man jetzt mal irgendwie auch nach Plan B schauen und welche Möglichkeiten bestehen, Dinge noch zu ändern oder zumindest vielleicht auch die Möglichkeit zu lassen, dass zumindest die Spieler im zweiten Spiel noch spielen können. Möchte ich hier jetzt noch nicht darüber reden. Die werden mal in Ruhe erörtert und natürlich muss man sich nochmal auch genau die Verordnung anschauen. Man muss schauen, wie ist die Tendenz. Das ist dann auch nicht immer so einfach zu verstehen, welche Behörde hat jetzt was zu sagen, wer kann einem die Garantien geben. Werden sie vielleicht mal mündlich genannt, dann braucht man sie aber schriftlich. Da versuchen wir jetzt, nicht nur ich, sondern gemeinsam der gesamte DFB wirklich auch Richtung EM, auch Spielorte München, mehr Klarheit zu bekommen. Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Felix Görner, mach doch mal dein. Ah, okay. Ja. Gab eine Rückkopplung, versuch's nochmal, Jan. Ja, das lag an dem Felix, der hat ständig sein iPhone da an. Ich habe nur eine ganz kurze Frage zu dem Mike Horn. Wird der seinen Vortrag halten, weil er 2014 das vor der WM auch gemacht hat und ihr dann Weltmeister geworden seid? Und wird er das nur virtuell machen oder vor Ort? Na, er wird vor Ort sein und ist jetzt kein, ist jetzt nicht, weil wir 2014 Weltmeister geworden sind, sondern weil er eine unglaubliche Persönlichkeit hat und seine sagen wir mal, Messages, seine Nachrichten eigentlich auch
seine Aussagen unglaublich authentisch und gut und überzeugend rüberbringt. Und wir wollen natürlich auch, wenn wir vorher über Lagerkoller gesprochen haben, über verschiedene Dinge, wollen wir natürlich auch in der Zeit hier immer mal den einen oder anderen Akzent vielleicht noch setzen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber auch immer wieder auch einen Impuls zu geben, über andere Dinge nachzudenken. Letzte Frage an Oliver Bierhoff, kommt von Patrick Berger von Sport 1. Hallo in die Runde. Hallo Jens, hallo Herr Bierhoff. Mit Niklas Süle und Timo Werner haben Sie ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, Sorgenkinder, wenn man es so nennen möchte. Timo zuletzt reingekommen, nicht viel gespielt. Niklas Süle hat bei den Bayern seinen Stammplatz verloren. Wie gehen Sie speziell mit diesen beiden Spielern um? Naja, Timo kann ja mit dem Pokal zurückkommen. Also dann ist es natürlich, hat man als Stürmer immer wieder die Möglichkeit, natürlich mit dem Tor, dass sich die Welt wieder öffnet, dass alles wieder entspannt ist und du natürlich wieder volles Vertrauen hast. Bei Timo ist es einfach so, es ist das erste Jahr in England. Als Stürmer ist natürlich da auch nochmal das Tempo besonders. Ich habe allen Spielern, die immer ins Ausland gehen, sage ich immer, macht euch nicht allzu viel Gedanken im ersten Jahr. Man glaubt, Fußball ist auf der Welt überall gleich, aber er wird doch unterschiedlich gespielt. Die Mentalitäten sind anders, der Rhythmus, die Spielweise. Also da muss man sich einfach ein bisschen Zeit geben, sich einzugewöhnen. Und dafür hat er ja mit seinem Verein überhaupt, auch mit Kai und Toni, was mich sehr freut, und auch Thomas Tuchel als Trainer, haben die ja tolle Ergebnisse geleistet. Bei Niklas ist es natürlich noch ein bisschen anders. Er kommt sicherlich aus keiner leichten Situation. Aber beide Spieler haben unglaubliche Qualitäten. Und das ist natürlich meine Hoffnung, dass, wenn man hier in so einem geschlossenen, guten Kreis ist, auch konzentriert arbeitet, dass man dann auch wieder zu seinen Leistungen anschließen kann. Bei Timo wird es ja eher so sein, dass man ihn nach dieser unglaublich anstrengenden Saison, auch dort haben wir gesehen, er hat mit die meisten Minuten all unserer Nationalspieler gespielt. Darf man nicht unterschätzen. Also der hat richtig was in den Knochen. Der hat richtig gearbeitet und das auch noch im englischen Fußball. Wird es natürlich eher sein, vielleicht ein bisschen erholen lassen, aufbauen lassen, damit er frisch ist für gewisse Aktionen. Und bei Niklas ist es natürlich so, dass er schon entsprechend auch hart hier arbeiten muss und intensiv arbeiten muss, um auch wieder die Form aufzubauen. Ja, vielen Dank, Oliver. Und ich darf euch aufrufen zum fliegenden Wechsel. Danke, Oliver Bierhoff. Bleiben Sie gerne noch bei uns, weil jetzt der Professor Dr. Tim Meyer nochmal kommt, weil die eine oder andere Frage bestand eben ja. Und dann greifen wir da gerne diese direkt auf. Tim, dich würde ich bitten, mal die generelle Situation einzuordnen, denn ein Turnier unter Corona-Bedingungen ist ja irgendwie Novum, wobei du ja jetzt die letzten Monate fast nichts anderes gemacht hast, im Zusammenhang auch mit der Bundesliga. Und insofern vielleicht nochmal von deiner Seite eine generelle Bewertung dieser Lage, möglicherweise auch mit Blick nach vorn. Und dann die Frage, die hier nochmal aufkam, die Impfung, denn das siehst du nach meiner Einschätzung, nach unserer Einschätzung ja etwas gelassener, als es die Wahrnehmung draußen möglicherweise so wiedergibt. Bitte schön, Tim Meyer. Ja, generell ist natürlich die pandemische Lage in den letzten Wochen insbesondere deutlich besser geworden. In Deutschland haben wir eine sehr günstige Entwicklung, ob es nun durch die Ausgangssperren oder durch die Impfungen war. In jedem Falle stehen wir deutlich besser da als vor einiger Zeit, was natürlich auch die Ansteckungswahrscheinlichkeit in jeglichem Umfeld verringert. Wir haben darüber hinaus natürlich einen Effekt, den wir hier in unserem kleinen Kreis haben. Je länger wir zusammen sind und je länger wir dabei auch keine Fälle von Corona haben, wird natürlich das Ganze ebenfalls sicherer. Darüber hinaus, Jens, du hast es schon angesprochen, wir haben einen erwähnenswerten Anteil von zumindest einmal, teilweise zweimal Geimpften, was natürlich die Sicherheit zusätzlich erhöht. Also man kann eigentlich sagen, die Zeit arbeitet in diesem Sinne für uns, sodass wir am Anfang sicherlich sehr streng sein müssen. Und wenn sich diese Tendenzen, die ich eben genannt habe, alle fortsetzen, vielleicht dann auch ein wenig an der einen oder anderen Stelle Rücksicht nehmen kann auf die Notwendigkeiten einer Teamdynamik. Ja, die Impfungen, das ist natürlich ein sehr heterogenes Geschehen in einem so großen
in einer so großen Gruppe wie unserer mit beinahe 90 Personen, da haben wir Betreuer, die im medizinischen Bereich tätig sind und deswegen natürlich auch im Zuge der Impfpriorisierung relativ weit vorne dran waren. Wir haben Leute, die aus privaten Gründen in der Impfpriorisierung weiter vorne waren. Wir haben aber auch Menschen aus ganz unterschiedlichen Bundesländern. Und Sie wissen alle, dass in einigen Bundesländern die Impfpriorisierung bereits gefallen ist. So ähnlich ist es auch bei den Spielern. Wir haben Spieler, die Corona vorerkrankt sind, innerhalb der letzten 6 Monate, die im Moment noch nicht wieder dran sind mit einer Impfung. Wir haben Spieler, die haben schwangere Partnerinnen, die dementsprechend ebenfalls drankommen. Und wir haben auch Spieler, die in Bundesländern wohnen, wo die Impfpriorisierung in diesem Sinne nicht mehr gilt. Also auch hier eine gewisse Impfquote erreichen wir sogar bei den Spielern. Allerdings ist kein Spieler bislang durchgeimpft, was Sie sich natürlich vorstellen können. Denn ganz generell kommen junge, gesunde Menschen relativ spät an die Reihe. So, an die Reihe kommt ihr jetzt nochmal mit ihren Fragen. Jetzt also hebt gerne die virtuelle Hand. Jetzt weiß ich nicht, ob die beim Christian Falk und beim Julien auch für Tim Mayer gelten. Gilt, ja, Julien, dann gerne deine Frage. Ja, danke Jens. Hallo Dr. Mayer. Wie ist das aus medizinischer Sicht, wenn jetzt ein freier Nachmittag anstehen sollte im Trainingslager? In der Vergangenheit gab es dann sowas, man konnte Golf spielen, man konnte ins Freibad gehen. Wären solche Ausflüge, wir hatten eben das Stichwort Lagerkolle, wäre das aus medizinischer Sicht möglich, dass man die Blase gemeinsam verlässt, wenn es an der frischen Luft Aktivitäten gibt und man keinen Kontakt hat? Oder ist das hinfällig für dieses Trainingslager? Vielen Dank. Ich will nicht sagen, nicht möglich. Sie haben schon einen ganz wesentlichen Punkt genannt. Das ist draußen. Sollte es stattfinden. Dinge, die draußen stattfinden, sind ganz generell weniger gefährlich als Dinge, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Und dann gibt es natürlich Aktivitäten. Sie haben das Beispiel Golf gewählt. Das ist sicherlich insgesamt relativ ungefährlich, sodass man über so etwas vielleicht nicht gerade in den ersten Tagen, aber nach einer Weile nachdenken kann. Aber es gibt bestimmt auch Aktivitäten, die wir ansonsten genutzt haben, um Auflockerungen im Alltag zu schaffen, die im Moment eben nicht ratsam sind. Da würden wir aber in jedem Einzelfall uns das genau angucken und gewiss am Anfang etwas zurückhaltender sein. Und sollte alles gut gehen über die ersten 2, 3 Wochen, dann kann man etwas anders darüber nachdenken. Sebastian Wessling von Funke. Ja, hallo Herr Mayer. Können Sie vielleicht noch mal grundsätzlich etwas sagen zu den Corona-Maßnahmen? Ist das im Prinzip so wie bei den letzten Lehrgängen auch, dass die Spieler eben erstmal einzeln ankommen, dann sozusagen freigetestet werden? Das ist Teil A der Frage. Und Teil B, wenn die Engländer jetzt oder beziehungsweise die Spieler aus England dazukommen, werden die auch erstmal vielleicht nochmal gesondert separiert, weil das ein Virusvariantengebiet ist, oder werden da keine Unterschiede gemacht? Wir gehen so vor wie bei den letzten Länderspielen auch. Man könnte vielleicht sagen, das ist für die momentane Situation sehr streng, aber so ist es. Und die UEFA macht uns ja auch schon gewisse Vorgaben, innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Also im Grunde genommen versuchen wir, alle Vorkehrungen zu treffen, dass solche Ansteckungen innerhalb des Teams ohnehin unwahrscheinlich sind. Es ist jetzt nicht abzusehen, dass allein wegen der Spieler, die aus England kommen, die Maßnahmen generell erweitert werden oder die nur noch in einem Teil des Hotels sich aufhalten müssen oder so etwas. Das ist ja auch von der Verordnungslage hier nicht vorgesehen. Felix Görner. Ja, Herr Professor Mayer, zu Toni Kroos die Frage. Jetzt kommt er nach einer ja fast überstandenen Corona-Erkrankung in den Kreis dazu. Wie gehen Sie mit ihm um und wie belastet man dann so einen, der jetzt der Letzte war, der so einen Corona-Fall gehabt hat? Also generell sicherlich vorsichtig. Das ist eine Infektion, die ernst zu nehmen ist, auch dann, wenn man wenige Beschwerden hat. Das heißt also, Toni Kroos wird entsprechende Untersuchungen durchlaufen, die unauffällig ausfallen müssen. Und danach würde er stufenweise langsam wieder ins Training eingeführt, möglicherweise am Anfang mit einigen Trainingseinheiten individuell, dann vielleicht auch mit der Mannschaft teilweise. Das kann man auch nicht im Einzelnen jetzt schon festlegen. Es hängt auch ein bisschen von dem Ergebnis der Untersuchungen ab und davon, wie er sich schlicht und einfach fühlt. Maximilian Rieger habe ich gerade noch gesehen vom Deutschlandfunk. Jetzt ist die Hand aber, glaube ich, abgetaucht. Weiß nicht, Herr Rieger? Ich hatte genau die gleiche Frage. Okay, dann gehen wir weiter zu Markus Bark.
Ja, Herr Professor Mayer, ich würde gerne noch mal aufs Impfen zurück. Es gibt ja da Fristen, die einzuhalten sind. Sie sagten, es ist noch kein Spieler durchgeimpft. Jetzt ist ja bekannt, oder zumindest heißt es das, dass nach der Zweitimpfung die Reaktionen deutlicher ausfallen können. Wie sieht da die Regelung aus? Oder anders gefragt, wird es auch während des Turniers Impfungen geben oder schließen Sie das aus? Das ist nicht vorgesehen, dass wir Spieler während des Turniers impfen. Bei Betreuern sieht das unter Umständen anders aus, sofern wir diese Möglichkeit haben. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber Spieler während des Turniers zu impfen, halte ich für zu gefährlich angesichts der denkbaren Nebenwirkungen, die Sie ja erwähnt haben. Thomas Gattenberg. Ja, sofort. Ah ja, bin schon da. Ich habe eine ganz andere Frage. Weg von der Impfung und zwar zur Höhe hier. Es sind ja 1200 Meter. Viele Wintersportler machen auch ihr Trainingslager. Bringt der Effekt hier was, auch für die Mannschaft, für die Kondition? Stichwort rote Blutkörperchen. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass das auf keinen Fall ein Gesichtspunkt für die Wahl dieses Trainingslagerortes war. 1200 Meter ist auch ein bisschen zu niedrig, um einen größeren Effekt herauszubekommen. Wir hatten eine ähnliche Situation in Südafrika, da waren wir allerdings 300 Meter höher. Da würde man schon eher damit rechnen, dass es einen gewissen Effekt gibt. Weniger im Sinne von Höhentrainingslager, aber möglicherweise von einer notwendigen Adaptation für mehrere Tage. Hier sind wir allerdings in einer Höhe, wo man das bestenfalls marginal erwarten kann. Also da wir ohnehin ja mit dem Training nicht mit allerhöchster Intensität am ersten Tag loslegen werden, sind hier keine Schwierigkeiten zu erwarten. Marco Mader vom SID. Ja, ich wollte nochmal, hallo Herr Mayer, zurückkommen auf die Impfungen und zwar, mein Video ist aus, und zwar auf die Frage, es gibt ja Nationalmannschaften, die ihre kompletten Kader geimpft haben oder Länder, die ihre kompletten Kader geimpft haben, Belgien, Italien zum Beispiel. Ich glaube, Sie haben es schon ein Stück weit vorweggenommen, trotzdem würde ich es nochmal genauer auf diese Frage wissen von Ihnen. Warum hat das aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft keinen Sinn gemacht, beziehungsweise warum wurde das nicht durchgeführt? Danke. Naja, wissen Sie, wenn ich das ganz ohne jeden gesellschaftlichen Kontext beurteilen würde, dann würde ich am liebsten eine komplett durchgeimpfte Mannschaft und einen komplett durchgeimpften Betreuerstab mitnehmen. Dann bräuchte man sich nicht viele Sorgen zu machen. So ist es aber ja nicht, sondern diese Impfungen sind ja etwas, was nicht in beliebiger Menge vorhanden ist und wo wir hinlänglich diskutiert haben in den letzten Wochen darüber, wer jetzt zuerst dran ist und wer als zweites dran ist. Ich bin der Ansicht, dass wir uns an diese Reihenfolge halten müssen. Und ich finde es auch, selbst wenn ich vielleicht nicht in jedem Punkt damit übereinstimme, völlig korrekt, dass hier von den politisch handelnden Personen eine Reihenfolge festgelegt werden muss, an die muss man sich dann halten. Und so ist es. Das gilt eben auch für Nationalspieler oder andere Personen, sofern sie nicht in irgendeiner Weise freigestellt werden aus übergreifenden Interessen. Beispielsweise die Reise zu den Olympischen Spielen in Japan ist ja eine solche. Kommen wir zur letzten Frage von Marc Bärenbeck. Marc. Herr Mayer, ich meine herausgehört zu haben, dass Sie gesagt haben, dass Toni Kroos nur noch wenig oder keine Symptome hat. Vielleicht können Sie aus medizinischer Sicht einen kurzen Abriss geben, wie der aktuelle Stand ist. Und Oliver Bierhoff hat gesagt, dass man quasi täglich hofft, dass er negativ getestet wird und dann rüberkommt. Wie ist da das Vorgehen? Das heißt, er wird jeden Tag getestet oder mehrfach getestet und sobald ein Test negativ ist, kommt er dann quasi rüber. Oder wie ist das genau geplant? Toni Kroos hält sich ja in Madrid auf und ist dementsprechend, unterliegt ja auch den dortigen Regularien und den dortigen Behörden. Dort ist es so, dass im Falle einer Corona-Erkrankung automatisch eine 10-tägige Quarantäne verhängt wird, aus der man nur dann am Ende entlassen wird, wenn man einen negativen Abstrich liefert, also negativen PCR. Das ist bislang nicht der Fall. Ich kann Ihnen nicht exakt sagen, wie die dortigen Behörden, welches Schema der Testung sie anwenden. Aber eben sicherlich wird es so sein, dass sobald es möglich ist, sobald es erlaubt ist und sobald keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, Toni Kroos hier nach Österreich kommen kann, wo im Übrigen relativ vergleichbare Regeln gelten, sodass da keine Probleme zu erwarten sind. Grundsätzlich
kann man, ich sage immer ungern, was über Details einer Erkrankung eines einzelnen Spielers. Grundsätzlich ist Toni Kroos glücklicherweise nicht schwerer erkrankt, sondern hat einen leichten Verlauf gehabt. Und insofern hoffe ich, dass wir ihn wirklich so schnell wie möglich wieder sehen können. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass wir dann unvorsichtig sind, sondern wir werden die üblichen Untersuchungen durchführen. Und nur wenn die unauffällig ausfallen, kann er auch ganz normal ins Training einsteigen. So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen der ersten Pressekonferenz hier aus Seefeld. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Kleine Information noch mit Blick auf das anstehende erste Training, auf den ersten Aufgalopp. Jetzt um 17 Uhr werden nach jetzigem Stand zumindest alle Spieler auf dem Platz erwartet. Vorbehaltlich jetzt von Untersuchungen, die jetzt parallel stattfinden, was jetzt weder Tim Meyer noch ich jetzt mitbekommen hätten. Und ihr, Sie, die Medienvertreter, sind ja auch eingeladen, die komplette Trainingseinheit hier mit zu verfolgen. Ausblick auf morgen wird die Pressekonferenz stattfinden um 12.30 Uhr. Und teilnehmen da werden der Bundestrainer und der Kapitän, also Joachim Löw und Manuel Neuer. Dann bleibt gesund und wir sehen uns morgen wieder. Alles Gute. Kleiner Hinweis, den will ich nicht vergessen, sonst schimpft der Stefan Eiermann. Achten Sie jetzt natürlich beim Training auf die gängigen Hygieneauflagen und auf die entsprechenden Abstandsvorkehrungen. Denn es ist zwar eine Selbstverständlichkeit inzwischen, aber der Hinweis sei noch gestattet. Also, einen schönen Abend hier aus Seefeld und dann bis morgen. Herzliche Grüße. Danke.